spreche wegen Missachtung, argumentieren wir natürlich mit Stress. Hoffnung reduzieren. Und ja, aber ich führe die Kanzlei weiter, weil ich in deren Architektur ein Schnitzpfeiler bin. Ja, und Roman, ich hatte die Hoffnung, Sie dafür zu gewinnen. Also Hoffnung erledigt die Arbeit nicht. Was soll das bedeuten? Das heißt, Hoffnung erledigt die Arbeit nicht. Ist das Lügen? Oder Verblendung? Ehrlich, ich habe Sie nie ausreichend geachtet. Dieses Büro funktioniert mehr wie ein Wohlfahrtsverein als eine Anwalts.